So, meine Freunde, sind wir wieder zurück zu einer weiteren Folge von Risen 2 Darkwater. In der letzten Folge haben wir hier dieses Piratennestchen ausgenommen. Und dann gucken wir doch mal, was die so alles so am Start haben. Den haben wir schon. Die Trophäe des großen Jägers ist heute ein beliebtes Sammlerstück. Dem Besitzer dient sie als Talisman und verleiht ihm besondere Kräfte. Legenden zufolge soll er in einer Gruft in der Bucht von Maracay zu finden sein. Ah ja. Der Talisman. So, wir können Härte ein bisschen skillen. Machen wir auch mal. Wir müssen nämlich härter werden. Toll, und wo geht's jetzt eigentlich zu diesem hässlichen Dorf, ey? Ich glaube, wir sind hier noch irgendwie auf dem richtigen Weg. Also ich habe hier komplett die Orientierung verloren. So. Sieht nicht so aus, als würde es hier zum Dorf gehen. Meine ich mal so. So, die Feuervögel hier schnell erledigen. Naja, schnell war das vielleicht nicht unbedingt. Aber dann sind sie erledigt. Hier sind noch mehr Affen. Also irgendwie glaube ich, wir sind hier komplett falsch. Oh, du komische Blaukralle. Oh, was haben wir denn hier gefunden? Schatz. Ja Mensch, da gehen wir einfach nichtsahnd durch die Gegend und finden einen Schatz. Das nenne ich mal cool. Dann wollen wir doch mal sehen. Der Schatz im Jagdgebiet. Na mal auf hier, den Lachs. Ja, schön Gold und alles, was man so braucht. Du wirst doch nicht. Hey, Pandu. Oh, Gucho. Sheko Tufas Ono Mortao. Was? Weißer Mann kommt hierher, ohne anzugreifen. Du bist kein normaler Pirat. Was heißt hier nicht normal? Ich bin sogar ein gefürchteter Piratenkapitän. Sheku? Was meinst du mit Sheku? Warum bist du stolz darauf, Gucho? Naja, ich schätze, weil... Wieso sollte ich dir das überhaupt erzählen? Ha? Wer bist du eigentlich? Ich bin Pandu, Tufas der Maracay. Ich habe mich für die Jagd in den Dschungel zurückgezogen. Sobald ich Stärke und Weisheit erlangt habe, werde ich ein Tonka. Wo geht's hier zum Dorf der Maracay? Du musst einfach durch diese Höhle hier gehen. Sie führt dich direkt in die Mitte des Dorfes. Ach so. Cool. Wieso willst du ein Tonka werden? Es ist eine Ehre für jeden Tufas. Jeder dient seinen Stamm so gut er kann. So ist der Stamm stark und wird nicht zerstört. Durch diese Höhle also, gut. Dann holen wir uns doch vor den Schatz hier. Mit einem sehr schwierigen Schloss. Ja gut, war aber auch jetzt nicht das Beste drin. Was für eine schicke Grotte hier. Ja, auch die 20 Ruhm nehmen wir mit. Wir hacken Erz, falls ihr es nicht seht. Ich sehe es nämlich nicht.
Haben wir hier eine Fackel? Haben wir. So ein paar Termiten sind hier auch noch. Nee, das ist keine Ader, okay. Och, hier so ein Dunkeldürrer. Und noch so ein Dunkeldürrer. Ne, die können uns ja nun... Die wären uns hier nicht mehr so gefährlich. Noch so ein Dunkeltürer. Hier oben liegt ein Schatz. Eine kleine Truhe. Fleischschwert. Okay. Wieder ein Dunkeldürrer. Wo ist meine Fackel hingerollt mittlerweile? Hier ist nichts. Aber schön haben sie es hier in der Höhle. Nur ein bisschen viel Ratten, vielleicht. Aber da sind wir ja der Kammerjäger. So, und theoretisch sollten wir jetzt doch im Dorf der... Ha! Tatsächlich. Wir sind angekommen. Da capo, Gocho. Du kreuzt meinen Weg. Der Weg verboten? Nein, aber er gehört mir. Okay, du kannst ihn behalten. Moment, du bist Pirat. Ach was, wie hast du das bloß erraten? Piraten bringen Tod und Sorge zu den Marakai. Ich bin Hoshi der Shaganumbi. Das hier ist die Tochter des Shaganumbi-Häuptlings Barkir. Chani Kitavalua Tonka. Ich gehöre nicht zu Garcias Mannschaft. Dann wirst du uns helfen, das Land von dem Böse zu befreien. Wenn ich das kann? Das ist gut. Ich bin Salo, stolze Krieger und Anwärter auf den Thron der Marakai. Okay. Du willst Häuptling der Marakai werden? Chi! Mein Speer ist schnell, mein Voodoo ist mächtig und mein Wille ist stark. Starkes Voodoo. Nicht ohne große Taten. Ich tötete den Alligator nur mit meiner Hand. Ich werde den Nachfolgeritus für mich entscheiden. Ich. Ein wenig Bescheidenheit würde dir ganz gut tun. Du sprichst wie Chakadato. Er hat mich auch immer vor meiner Stolz und Ungeduld gewarnt. Also habe ich gewartet. Doch sieh, wohin Datu unser Volk geführt hat. Das Böse ist hier und bedroht das Dorf. Du bist ein guter Nahkämpfer? Chi, ich bin Lehrmeister des Kampfes und der Jagd. Mein Halmak wird von mir den Umgang mit der Waffe lernen. Und ich bin Träger des Tek Shabala. Tek was? Tek Shabala, ein mächtiges Voodoo-Artefakt. Verstehe. Das will man haben, ja? Chi. Wenn ich Chaka bin, werde ich es, wie es die Tradition verlangt, an meinen Halmak weitergeben. Das könnte ich auch gut gebrauchen. Kannst du mich auch im Kampf unterrichten? Nur mein Halmak hat das Recht, meine Lehren zu hören. Du bist wohl nicht der einzige Anwärter auf den Thron. Nein. Mein Herausforderer ist Hakeke. Ein Meister des Wurfspeeres,
Er bricht mit unserer Geschichte und unsere Traditionen. Traditionen sind gut, machen das Volk stark. In den falschen Händen jedoch können sie zum Werkzeug des Bösen werden. Hakeke wäre kein guter Chaka. Ich muss ihn besiegen. Ich werde dir helfen, der neue Häuptling zu werden. Du bist nicht mein Halmak. Ich darf deine Hilfe nicht annehmen. Nur Potaka hat das Recht, mein Waffengefährte zu sein. Wie wär's, wenn ich dein Halmak wäre? Warum sollte ich Potaka für dich wegschicken? Bist du ein guter Kämpfer? Ja, allerdings. Ein klares Wort. Das spricht für einen starken Willen. Bist du ein weiser Mann? Ich weiß ein paar Dinge, aber ob mich das jetzt weise macht? Wissen ist gut. Potaka und Salu kennen nur den Dschungel und die Steppe. Aber Hakeke weiß viel über Dinge, die über die Meere kommen. Wäre es dann weise, lieber dich als mein Halmak zu nehmen, anstatt Potaka? Du sagst es, mein federntragender Freund. Dann wirst du mein neuer Halmak. Juhu. Okay, wie auch immer ich dich jetzt davon überzeugt habe. Du bist Hoshi der Shaganumbi und hast Wissen von Ländern jenseits der Meere. Ja, richtig. Gut, dann geh und fordere Potaka zum Zweikampf heraus. Wie jetzt? Ich muss mich mit Potaka um den Posten prügeln? Das hättest du mir auch vorher mal sagen können. Du sagst, du bist ein guter Kämpfer. Dann geh zu Potaka und kämpfe. Na gut. Gehen wir mal wieder zurück zu Potaka. Weil er es so will. Ja, die kann mir dabei eh nicht helfen. So, hier müsste ja Potaka noch stehen. Ach nee, das war Pandu. Verdammt. Tashani, wir sind hier falsch. Sehr toll hinbekommen, Shani. Okay, müssen wir also Potaka finden. Potaka, Potaka. Oh, hier ist noch eine Erzader. So. Kaposheko. Wer bist du? Du bist Potaka. Ach, Mensch. Ja. Das haben wir ja gut hinbekommen. Du hast mit dem großen Tonka Salu gesprochen. Ja, und ich habe schlechte Nachrichten für dich. Ich beanspruche deinen Platz bei Salu als sein Halmak. Kapo, Gucho, Bambule. Wer von euch ist eigentlich der Schnellste? Was genau meinst du, Gucho? Mit der Waffe oder beim Laufen im Dschungel? Wenn ich es mir so recht überlege, vergiss es einfach. Yalla, yalla. Ich bin noch nicht gut genug. Ich fordere dich zum Zweikampf heraus. Karaka! Ich werde dich besiegen. Folge mir zum Ritualplatz. Gut. Aber bitte lass uns nicht wieder durch die Höhle gehen. Da habe ich ja nun überhaupt keine Lust mehr drauf. Karaka! Bambule! Sag mal, hörst du mal auf, hier mit den Speeren zu werfen? Das ist ja mal sowas von unfair. Ah.
So. Hey, Entschuldigung. Caraca, Gucho. Hey, ist ja gut, ist ja gut. Ist gut. Dann lassen wir uns jetzt mal umbringen. Den haben wir ja nur aus Versehen getroffen. Fuck. Du hast mit... Ich... Kap. So, wir klauen wir nochmal schnell. Bla 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 bla. So. Bambule, Chaka, du verstehst. Bambule. Zeig mir sein Blut. Ja, du bist leider nur halb so gut. Boah, schön gemacht. Ich habe verloren. Die Ehre des Halmax gehört dir. Alles klar. Du hast gut gekämpft. Aber trotzdem verloren. Und nun muss ich lernen, mit der Schande zu leben. Keine Sorge, du kommst drüber hinweg. Tivas Halima Katonka. Das war bestimmt nichts Nettes. So, wer bist du denn hier? Du bist ein Jäger, richtig? Chi, ich bin Kenan. Tufas der Marakai. Aber ich biete meine Sachen auch zum Tausch. Tavolele. In Ordnung. Gut. Du kannst dir jederzeit gerne meine Sachen ansehen. Dann zeig mal her. Zeig mir deine Ware. Was hat er denn da so? Den Ohrring des Kriegers? Häutungsmesser haben wir ja selber schon. Ja. Hat jetzt ja nicht so die tollen Sachen. Hier, kannst du mir den ganzen Schrott hier abkaufen. Brauchen wir auch nicht mehr. Den brauchen wir auch nicht mehr. Den auch nicht. Jo. Das reicht erstmal. Das scheint eine etwas größere Truhe zu sein. Ja. So, einmal speichern. Ich bin der neue Halmak. Potaka hat abgedankt. Das ist gut. Es ist mir eine Ehre. Hoshi de Shaganumbi. Ob das eine Ehre für mich ist, werden wir erst noch sehen. Was passiert jetzt? Geh nun zu Chakadatu und lass uns den Nachfolgeritus beginnen. Komm danach zu mir zurück. Ich kann dir gerade nicht helfen, Hoshi de Shaganumbi. Darf ich mich trotzdem mal kurz aufs Ohr legen? Ohne Bambule! Naja, ich bin hier ganz Bambule weg. Capo Sheko. Mhm. Das hier ist Port Dingster und das ist hier Hokiki. Wer bist du? Hokike. Bist du ein Protektor? Ich bin auf eigene Rechnung unterwegs. Aber du bist doch ein Meister der Donnerstöcke. Nein, ich bin Pirat und habe mich mehr der Voodoo-Magie gewidmet. Dann bist du nicht wichtig für mich.
Geh deines Weges. Dich interessieren Musketen? Donnerstöcke sind ein Zeichen des Fortschritts. Die Maragai wären gut beraten, wenn sie sich nicht dem Wissen der Inquisition verschließen. Nur dann hat unser Stamm eine Zukunft. Das klingt sehr radikal für jemanden deines Stammes. Das ist es auch. Ich werde dafür von einigen hier sogar verachtet. Einzig mein Halmak Daiki ist noch auf meiner Seite. Gemeinsam werden wir die Macht der Donnerstöcke ergründen. Einen von ihnen konnten mein Waffengefährte und ich schon erbeuten. Ihr habt eine Muskete gefunden? Wo? Wir fanden den Donnerstock vor einigen Tagen in einem kleinen Lager der Blauröcke im Norden. Dann gehört er wahrscheinlich zu Corrientes. Er ist prunkvoll verziert und scheint einem besonderen Blaurock gehört zu haben. Das Ding könnte mich interessieren. Die Waffe gehört mir und meinem Halmak. Niemand anderes hat ein Anrecht darauf. Verstehe. Nur dir und deinem Halmak also. Ja, ist ja doof. Was esst ihr Krieger eigentlich, um so stark zu werden? Das könnte ich dir sagen, aber ich glaube nicht, dass du das mögen würdest. Wahrscheinlich nicht. So, ich würde sagen, die Folge ist jetzt auch für diesen Part wieder mal erledigt und wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bye, bye.